Meine Schwester und mein Schwager sind geflüchtet. Ja, das ist leider kein Clickbait, Freunde, sondern Real Talk. Ihr wisst ja, ich habe vor über 6 Monaten, fast 7 Monate jetzt genau her, das fette Real Talk-Video hochgeladen, wo ich die ganze Story erzählt habe, die mir in den letzten 4 bis 5 Jahren passiert ist. Die Betrügergeschichte, die leider innerhalb der Familie passiert ist, seitens des Mannes von meiner Schwester, die bis heute immer noch mit ihm zusammen ist und zu ihm hält, wie Handschellen fast schon, ja, die man nicht aufknacken kann. Das Video hat enorme Wellen geschlagen, war dann letztendlich auch sehr, sehr positiv für mich. Ihr habt mich dann wieder mit ganz anderen Augen gesehen. Und ja, positive Wellen hat es aber dann nicht innerhalb der Familie geschlagen, war aber auch zu erwarten. Davor war das Verhältnis auch schon komplett kaputt zwischen mir und meiner Schwester. Es war einfach nicht mehr wie früher, wie noch vor 10 Jahren, als ich noch ein kleiner Jugendlicher war. Dann natürlich auch noch mit meinen Eltern und die Beziehung von denen zu meiner Schwester und zu dem Schwager. Aber ein paar Monate später ist dann noch etwas extrem Krasses passiert, was eben dann auch im Titel steht. Wieso, weshalb, das werde ich euch jetzt gleich im Video erzählen. Und was halt auch die Reaktionen waren von meiner Schwester und von meinem Schwager kurz nach meinem Real Talk-Video, weil das habe ich ja noch so geheim gehalten. Ich wollte das nicht direkt erzählen, ich wollte einfach erstmal noch ein paar Monate abwarten, wie sich denn alles so entwickelt, um nicht jetzt direkt überhastet eine wütende, emotionale Reaktion dann wieder rauszuhauen auf YouTube, weil enorm viele von euch da draußen fragen einfach mich immer nach einem Update, Anton, was ist denn der aktuelle Stand bei dir, sei es zu meiner finanziellen Lage, sei es zu meiner familiären Lage und. Und jetzt habe ich viele Monate gewartet und jetzt ist es soweit, dass ich euch auf den aktuellen Stand bringe. Übrigens, hinter der Kamera ist der Josip, Freunde, mit dem ich gemeinsam mein Buch geschrieben habe, weil ich habe einfach mit ihm gefühlt jeden Tag verbracht in den letzten 6 Monaten und er kennt einfach die ganze Geschichte in- und auswendig und fühlt mich da einfach jetzt sehr gut und kann mich da unterstützen und einfach auch ab und zu eine Frage hineinwerfen, wenn ich irgendwie ein bisschen durcheinander komme. Ich habe mir sehr, sehr viele Reaktionen ausgemalt von meiner Schwester jetzt vor allem. Aber das, was sie dann letztendlich gemacht hat mit ihrem Mann, das ist einfach unfassbar. Und ich habe so viele Fragen und so viele Gedanken noch in meinem Kopf. Und ich weiß, viele fangen immer bei so einem Real Talk-Video damit an, ja, ich weiß nicht, wie ich mit dem Video beginnen soll und. Aber ich habe wirklich einfach langsam keine Worte mehr dafür. Und für mich ist das jetzt wirklich das allerletzte Video dazu. Und damit wird das Kapitel dann einfach beendet. Auf jeden Fall, Freunde. Nach dem Real Talk-Video, ja, was passierte dann? Meine Eltern wollten ja nicht, dass ich das Video mache, weil sie immer auch die Hoffnung hatten, dass sich alles noch bessert und dass es doch noch irgendwie ein Happy End geben wird. Aber letztendlich hat das Real Talk-Video und auch die Reaktion danach nochmal bestätigt, dass das die richtige Entscheidung war, weil ja, meine Schwester einfach immer noch in dieser Gehirnwäsche ist, wobei ich langsam nicht mehr weiß, ob sie in dieser Gehirnwäsche ist oder ob sie das überhaupt, oder vielleicht ob sie das bewusst sogar macht. Keine Ahnung. Aber auf jeden Fall, ihre Taten danach haben mir einfach bewiesen, dass quasi ihr Mann vor allem einfach schuldig ist und da absolut keine Diskussion gibt, dass er einfach der heftigste Betrüger ist aller Zeiten, ja, der mir leider über den Weg gefahren ist und ihr und unserer ganzen Familie. Ja, nach dem Real Talk-Video hat meine Schwester einen enormen emotionalen Ausbruch gehabt, nicht nur gegenüber mir, sondern auch quasi meine Mama so abgestoßen, in den ersten Wochen vor allem. Irgendwann hat sich das dann einigermaßen gelegt, dass sie dann alle vielleicht einmal in der Woche mal kurz Hallo, wie geht's miteinander wieder geschrieben haben. Aber sie meinte halt sowas, wie kannst du sowas zulassen, deinen Sohn so ein Video zu machen, du liebst Anton viel, viel mehr als mich und. Sie hat gar nicht die ganzen Sachen irgendwie detailliert versucht zu widerlegen, die ich in dem Video erzählt habe, weil es einfach auch die Wahrheit war. Sie hat einfach nur so stumpf gesagt, nee, alle sind böse, nur wir sind die Guten und das sind nur Lügen, die ich in dem Video verbreite. Und wenn es irgendwie dann noch zu einem Gerichtsverfahren kommt, weil ich glaube, sie hatte das auch schon ein bisschen im Gespür, nur ich komme ins Gefängnis, weil ich bin derjenige, der eine Straftat begangen hat und Rufmord begangen hat und wegen mir klappen jetzt deren internationale Geschäfte nicht, weil deren Geschäftspartner von dem Video erfahren werden und meinen Schwager dann im falschen Licht sehen und dann geht alles zu Brüche und dann wird nie ein Geschäft klappen. Ist ja nicht so, dass es 6 Jahre davor auch schon nie geklappt hat. Also sprich,
Mit anderen Worten, Anton wird ins Gefängnis kommen, wenn das so weitergeht. Und ja, ihr werdet dann sehen, dass bei uns dann irgendwann klappen dann alle Business-Sachen und ihr werdet dann von dem Kuchenstück nichts abhaben, insbesondere Anton. Das hat sie auch dann wortwörtlich so in WhatsApp geschrieben. Wenn man dir zuhört, hast du noch Kontakt direkt zu deiner Schwester oder kommuniziert sie nur mit deinen Eltern und deine Eltern übertragen dir sozusagen, was deine Schwester denkt über dich und was sie, mit was sie droht? Kontakt hat meine Schwester minimal zu meiner Mama und zu meinem Papa. Wenn sie jetzt zum Beispiel mal irgendwelche Klamotten braucht, die mein Papa ihr irgendwie nach Venezuela schicken muss, wohin sie abgehauen sind, oder wenn man sonst irgendwelche Bitten hat. Aber ich glaube, da gibt es jetzt keine Nachfragen, wie es mir geht, wie alle sich fühlen, sondern es geht einfach nur so stumpfe Bitten, denke ich mal. Kannst du kurz Aber zusammenfassen? ich habe 0,0 Kontakt mit ihr seit dem Real Talk-Video. Kannst du kurz zusammenfassen, wie dich dann die Bombe, die dann gekommen ist, sozusagen erreicht hat? Ich habe dann nach dem Real Talk-Video habe ich erstmal abgewartet, was die Reaktionen waren. Waren einfach ultra negativ. Meine Schwester war 0,0 einsichtig. Ich habe dann über BlackBerry Messenger, über den ich immer mit meinem Schwager geschrieben habe, alle Jahre lang, gesehen, dass er seinen ganzen Chatverlauf und so zurückgenommen hat. Also alle Nachrichten, die er mir geschickt hat, wurden zurückgezogen. Und dann dachte ich mir schon, der ist schlau, ne? Jetzt löscht er die ganzen Beweise und so, wo ich irgendwie ihm Überweisungsbestätigungen geschickt habe oder wo er mich um Geld gefragt hat und. Also alles, was irgendwie mit dieser Betrügergeschichte zu tun hat, hat er dann quasi zurückgezogen, was er zurückziehen konnte. Aber was noch übrig blieb, blieb der ganze E-Mail-Verkehr, der einfach enorm viel war. Also es waren, glaube ich, über 100 Mails, wo ich dem Überweisungen, Bestätigungen geschickt habe und. Und die habe ich dann nämlich gebraucht, um zum Rechtsanwalt zu gehen und gegen meinen Schwager vorzugehen und einfach aufzuzeigen, dass ich betrogen worden bin. Schwarz auf weiß, nicht in der Absicht, um irgendwie das Geld zurückzubekommen, weil das wusste ich sowieso, das werde ich niemals zurückkriegen von denen, sondern um einfach dem Finanzamt, mit dem ich ja leider aufgrund der ganzen Geschichte enorm Probleme auch habe, hatte und immer noch bis heute habe. Bei mir war vor ein paar Tagen der Vollstrecker zu Hause und hat einen Besuch abgestattet. Also ich bin immer noch eigentlich am Arsch, aber gebe natürlich mein Bestes. Auf jeden Fall habe ich diese ganzen Beweise gebraucht, um einfach dem Amt zu zeigen, hey, schaut mal, da und da ging das Geld hin und ich habe das nicht irgendwie im Ausland gebunkert. Also ich habe nie die Absicht gehabt, irgendwie das Geld vor euch zu verstecken, sondern mir ist das einfach leider passiert, aufgrund meiner Naivität natürlich auch in den jungen Jahren, aber natürlich auch einfach geprägt von enorm krimineller Energie von diesem Mann. Ich meine, der war fünfmal verheiratet mit fünf verschiedenen Frauen, fünf verschiedene Kinder. Ich kann da noch extrem einfach ausarten, Leute. Ja, in meinem Buch, ihr wisst ja, ich habe ein Buch geschrieben, da sind so viele Sachen, die ich euch noch gar nicht erzählt habe, aber da kommen wir dann gleich noch dazu. Auf jeden Fall, Freunde, ja, habe ich das alles ausgedruckt. Ich hatte dann, glaube ich, so einen fetten Stapel, 300 Seiten, Chatverläufe, die ich noch irgendwie gefunden hatte, mit Schwester und. E-Mail-Verkehr, Überweisungsbestätigungen und alles drum und dran habe ich mir dann nächtelang die Mühe gemacht, die Beweise rauszusuchen, bin damit hingegangen zum Rechtsanwalt und der meinte auch direkt, es geht nicht glasklarer, dass das einfach ein Trickbetrugfall ist. Und da gibt es gar keine Diskussion mehr. Also da wird im schlimmsten Fall der Schwager ins Gefängnis kommen und nicht ich, wie meine Schwester angepriesen habe. Aber das war auch gar nicht meine Absicht, weil ich habe da mit dem Anwalt besprochen, ey, was bringt es mir, wenn der jetzt im Gefängnis ist? Gar nichts. Ich möchte das einfach so schnell wie möglich klären und einfach ein Papierstück in der Hand haben, um aufzuzeigen, dass ich quasi unschuldig bin, ja. Und da meinte er, jo, wir können ein außergerichtliches Schuldanerkenntnis schreiben, rausschicken an den Schwager und an die Schwester, wo drauf steht, welche Summe sie von mir geliehen haben und ich nicht wiederbekommen habe, damit ich das einfach über Jahre hinweg in der Hand habe und theoretisch von denen fordern kann, was schwierig sein wird, weil es bei denen nichts zu holen gibt. Aber dieses Schreiben hilft mir einfach, damit das Amt mich mit anderen Augen wahrnimmt. Auf jeden Fall stand dann drauf auf dem Schreiben, dass die mir 200.000 Euro schulden. Dann ging das raus an die. Die ersten paar Tage kam keine Reaktion, eine Woche später kam von denen auch keine Reaktion und dann habe ich schon bei der Anwaltskanzlei angerufen, hey, kann es sein, dass Sie irgendwie die Adresse oder so verwechselt haben, weil also meine Schwester reagiert nicht darauf oder hat sie bei Ihnen schon zurückgeschrieben? Nein, nein, Herr Rinas,
Sie hat sich bei uns nicht gemeldet. Und ja, irgendwann habe ich dann meinem Papa geschrieben und gesagt, Papa, kannst du mal bitte bei meiner Schwester nachfragen, ob bei ihr dieses Schreiben eingegangen ist. Und dann hat er ihr geschrieben und dann kam die Reaktion von ihr. Ja, absolut wieder 0,0 einsichtig, Anton spinnt. Alle haben was gegen die und nur sie sind die Guten. Alle sind böse, nur sie sind die Guten. Anstatt einfach mal minimal zu reflektieren und endlich mal aufzuwachen. Ich hatte nämlich immer die Hoffnung nach dem Real Talk Video, dass es eventuell doch, es wird zwar ein bisschen Zeit dauern, aber dass sie endlich aus dieser ganzen Trance rauskommt und aufwacht aus ihrem Film und endlich checkt, was ihr Mann vor allem für einen Einfluss auf sie hatte und die ganze Familie einfach zu Bruch geführt hat, ja. Meine Eltern haben sich geschieden durch meinen Schwager. Er hat einfach enorm für Unruhe gestiftet, dass du auch noch innerhalb der Familie jemanden betrügst, ne, das ist doch krank. Und er macht das halt jetzt schon seit über 30 Jahren, ne, das ist also 20 Jahre älter als meine Schwester, ein über 50-jähriger Mann, der sein ganzes Leben lang irgendwelche Leute betrügt, ne, das ist einfach unfassbar, ja. Auf jeden Fall, Freunde, meine Schwester 0,0 einsichtig, hat einfach nur gesagt, Anton ist der Bösewicht und wir haben nichts verbrochen. Wir haben 0,0 Illegales gemacht. Aber dass mein Schwager eine Mieter-Selbstauskunft unterschrieben hat, wo wir damals das Haus gemietet haben, wo er angegeben hat, dass er 50.000 Euro netto im Monat verdient, ja, das war natürlich nicht illegal. Ja, ich habe nie was von dem Geld gesehen und er hat auch nie eine Miete bezahlt. Aber natürlich sind wir die Bösen. Naja, auf jeden Fall vergingen ein paar Tage. Meine Schwester hat die Frist nicht eingehalten, das Schreiben zu unterzeichnen mit meinem Schwager. Und dann wollte ich eigentlich schon die nächsten Schritte besprechen mit dem Anwalt. Eigentlich wollte ich diesen ganzen polizeilichen und gerichtlichen Weg gar nicht gehen und keine Ahnung was. Bei so einer hohen Summe kommt dann auch direkt die Staatsanwaltschaft und dann kann es auch in Untersuchungshaft gehen und. Also einfach enorm eklig, dieses außergerichtliche Schreiben hätte einfach alles schnell gelöst und letztendlich stand da einfach nur drauf, sie hätten einfach nur zugeben müssen, dass sie von mir Geld bekommen haben, was es hunderten Papieren schwarz auf weiß zu sehen gibt. Und das haben sie einfach nicht eingestanden und zugeben wollen. Wie gesagt, ein paar Tage vergingen dann und dann mein Papa und ich sind dann zu deren Wohnung gefahren, wo die in einem kleinen Apartment in München gelebt haben. Und wir sehen, dass es sehr verlassen aussieht. Die ganzen Jalousien waren nach unten und wir waren schon ein bisschen skeptisch. Auf Nachrichten wurde nicht reagiert und wir haben geklingelt, niemand hat die Tür aufgemacht. Und dann haben wir einige Stunden später erfahren von deren Vermieterin, dass meine Schwester ihr eine Nachricht geschrieben hat aufgrund ihrer jetzigen Situation. Kann sie nicht in Deutschland bleiben und die werden für einige Zeit nach Venezuela reisen und dass sie einfach das Geld für die restliche Miete von der Kaution einbehalten soll, die mein Papa für meine Schwester ausgelegt hat, ja, was ein Wunder, und ja, haben die Sachen gepackt und sind nach Venezuela abgehauen, geflüchtet, ja, kurz nach meinem Schuldanerkenntnisschreiben haben die einfach die Koffer gepackt, haben ihren kleinen Sohn von der deutschen Schule, der in die erste Klasse ging, abgemeldet und ihn mit nach Venezuela abgenommen, wo ja, kritische Lebensumstände teilweise herrschen. Ja, also Venezuela und Deutschland kann man natürlich nicht vergleichen, auch für so ein kleines Kind. Das heißt, Leute, das ist unfassbar einfach. Ich wurde betrogen von meinem Schwager. Meine Schwester hält immer noch zu ihrem Betrügermann, ja, obwohl eigentlich jeder Mensch mit einem IQ von 30 erkennen müsste, dass er schlecht für sie ist und schlecht für die Familie ist und war und sowas einfach auch schon mit 4 anderen Frauen abgezogen hat und keinen Kontakt hat zu seinen anderen Kindern oder die fast nie sieht. Die letzten Jahre, als sie die mir irgendwie gesehen hat, das war dank mir, weil ich irgendwie die Reisekosten gezahlt habe. Also hätte ich ihm nie Geld gegeben, hätte er seine anderen Kinder wahrscheinlich schon seit 8 Jahren nicht gesehen. Und ja, sie hält zu ihm, sie hat doch gesagt und meinem Papa geschrieben, dass sie niemals von seiner Seite weichen wird. Es besteht kein Kontakt mehr zu denen, die haben mich im Stich gelassen, nicht nur einmal, sondern 10-mal. Du weißt, dass du dem Staat sehr viel Geld schuldest noch, aber wie ist es für dich trotzdem so, wenn dann so eine Pfändung reinkommt? Das glaube ich ist noch, dann muss man den Menschen ein bisschen erklären, ja, was das eigentlich bedeutet, wenn du tanken gehen willst und dann gibst du deine Karte ab und dann funktioniert nichts mehr, weil die dir sowas reinknallen. Seit Jahren ist halt immer, ich weiß nicht, ich kann es gar nicht beschreiben, so hinten in meinem Kopf ist immer so ein Bedrücknis und so ein Druck einfach, der auf mir lastet. Ich weiß nicht, ob das wegen dem ist, aber ich fühle mich einfach 0,0 so frei. Ich fühle mich immer so eingeschlossen und ich glaube, das haben auch diese Pfändungen damit zu tun, ne? Ich habe immer Angst, dass ich irgendwie mal tanken oder so nicht zahlen kann oder dass wieder eine Pfändung reinkommt und. Aktuell ist ja auch eine enorm hohe Pfändung drin.
Ich habe aber den Pfändungsfreibetrag, sodass ich trotzdem noch ein bisschen Essen zahlen kann und. Mein Papa unterstützt mich. Also momentan weiß ich halt, was für ein Geld ich zur Verfügung habe. Ne? Aber früher, wenn es einfach so von 0 auf 100 reingeknallt kam, dann war das natürlich schon wieder ein Schockmoment, ne? An den ich mich aber dann leider irgendwann gewöhnt habe. Aber ist es für dich selber auch schwierig, also das zu akzeptieren, dass du, sagen wir mal, einen guten fünfstelligen Betrag an Geld verdienst, aber trotzdem dir überlegen musst, ob du genug zu essen hast? Ja, das ist halt krass, ne? Ich verdiene eigentlich immer so mindestens 10.000 bis 20.000 so durchschnittlich im Monat, Leute. Es ist natürlich enorm viel Geld, aber letztendlich davon habe ich halt, also ich kann mir halt davon eigentlich nur Essen und so kaufen. Ne? Und für Miete wird es eigentlich auch nicht reichen, ohne die Unterstützung von Management oder von meinem Papa. Ne? Das ist halt krass, ne? Wenn man so einen fünfstelligen Betrag verdient. Aber ich weiß ja auch, ich habe auch selber viel Scheiße gebaut und ich bin auch bereit, weiter zu hustlen, um das alles zurückzuzahlen. Ne? Wie, ich glaube, was noch erklärt werden muss, ist, dass es eben nicht so einfach ist, wenn, wie dein Anwalt dir gesagt hat, dass man schwarz auf weiß aufgrund der E-Mails und den Verläufen sehen kann, dass das ein klassischer Trickbetrug war. Man würde sich denken, okay, hier im Rechtsstaat geht man zur Polizei und man hat Anwälte und dann ist offensichtlich, es liegt auf der Hand, dass das ein Betrug ist. Ja. Trotzdem, es geht das nicht einfach so, dass sie sagen, ah, okay, die sind schuld, das ist hier offensichtlich, du bist befreit zumindest von einem Großteil der, sondern es ist trotzdem immer noch, hängt alles dir auf den Schultern. Ja, natürlich. Auch wenn bewiesen wird, dass ich betrogen worden bin, ist nicht so, dass mir dann die Hälfte oder so gestrichen wird von dem Geld, was ich schulde. Also der Druck bleibt. Und das ist halt auch jeden Tag, habe ich diesen Druck abzuliefern und trotzdem Gas zu geben. Das ist halt, ich habe mich daran gewöhnt jetzt mittlerweile, aber natürlich, es ist extrem schwer, daran nicht zu zerbrechen, aber ich halte es schon für möglich, dass ich das daraus schaffe. Und ich denke, dass ich es schon so in 2 Jahren schaffen kann. Und viele von euch haben ja auch mich immer gefragt, hey Anton, wie kann man dich da unterstützen? Natürlich unterstützt ihr mich schon genug, indem ihr einfach aktiv seid, meine Videos guckt und. Es haben ja auch tausende von Leuten geschrieben, sogar andere Influencer, hey, lass doch ein Crowdfunding und so für Anton veranstalten, damit er einfach so schnell wie möglich das zurückzahlt. Das wollte ich aber nie im Leben in Erwägung ziehen. Aber natürlich, Leute, es momentan aktuell eine super Gelegenheit, um mich zu unterstützen, wo ihr auch was Cooles dafür bekommt, ist natürlich mein Buch, Freunde, wo meine ganze Energie, mein ganzes Herzblut drinsteckt, natürlich auch mit Josips Unterstützung. Josip hat ja auch Shindys Buch geschrieben, Freunde, ist ein Bestseller-Autor. Ich bin enorm zufrieden einfach mit dem Buch und natürlich, wenn ihr euch das gönnt, da unterstützt ihr mich dadurch, Freunde. Da ist die ganze Geschichte nochmal drin mit sehr, sehr vielen Details, die ich nie ausgepackt habe. Aber natürlich dreht sich es nicht nur darum. Es gibt auch viele lustige Sachen. Und das Buch ist sehr, sehr spannend. Es geht sehr unter die Haut. Und ja, Freunde, ich bin auf jeden Fall sehr, sehr stolz darauf. In der Entstehung, die ich dir immer vorgeworfen habe oder ich mir immer im Kopf gefasst habe und gesagt habe, wie kannst du dich verarschen lassen? So? Ja. Warum warst du so naiv? Warum hast du da nicht nachgefragt? Warum hast du 20.000 Euro zum wiederholten Mal einfach irgendwo hin überwiesen? Hast du über dich auch was gelernt durch dieses Spiegeln der Sachen, die in den letzten Jahren passiert sind? Warum habe ich so gehandelt? Die Frage habe ich mir natürlich auch so oft gestellt und stelle mir auch jeden Tag noch. Ich denke, ich kann es sehr kurz auf den Punkt bringen. Aufgrund von Liebe habe ich so gehandelt, ne? Ich habe sie geliebt und natürlich habe ich es dann auch gemacht, ohne das zu hinterfragen. Und ich glaube, du liebst sie immer noch. Natürlich. Ich würde mir sofort wünschen, dass sie neben mir sitzt und wir würden uns einfach in den Arm nehmen und die ganze Kacke vergessen. Und also mein Schwager, den will ich hier nicht sehen. Aber sie, natürlich würde ich sofort die Türen dafür aufmachen, aber sie ist gefangen darin. Ne? Und jetzt ist sie auch noch über 10.000 Kilometer weit entfernt und ist noch mehr darin gefangen, aber ich weiß schon gar nicht mehr, wie sie die ganze Situation aufnimmt und wahrnimmt. Das ist halt enorm schwer zu sagen. Ne? Momentan habe ich halt auch enorm mit Albträumen zu kämpfen. Ich habe das bis jetzt nur Marcel erzählt. Jetzt ist Josip der Zweite, der es hört und ihr alle da draußen. Ich weiß nicht, seit so 2-3 Wochen jeden Tag habe ich richtig heftig fette Albträume. Ein Albtraum, den ich jetzt letztens hatte, Freunde, das ist einfach schon irre. Ich komme in einen Raum und setze mich an den Tisch und gegenüber von mir sitzt mein Schwager und ich sehe ihn im Traum
und fange einfach an, sofort zu kotzen im Traum. Also ich kann da so viele Albträume nicht aufzählen, die ich in den letzten Tagen hatte. Das ist, ich weiß nicht warum. Also, und die gehen halt irgendwie auch nicht weg, aber ich denke, das ist auch nur eine Phase, die jetzt irgendwie nochmal hochgekommen ist, weil ich halt auch jetzt im Kopf hatte, dieses Video seit längerem zu drehen. Sie sind ja jetzt schon vor mehreren Monaten nach Venezuela geflüchtet, aber ich habe halt damit noch gewartet, um zu gucken, was jetzt passiert. Und jetzt letztendlich ist der Zeitpunkt gekommen, dieses Video zu drehen. Beispielsweise zuletzt bei Dortmund im Stadion bist, gucken das 150.000 Leute oder 200.000 Leute. Und es gibt einem so das Gefühl, du bist nicht alleine, aber fühlst du dich trotzdem sehr einsam, wenn du zu Hause bist und wirklich über diese Dinge, die dann noch bevorstehen, nachdenkst, wie willst du dieses ganze Geld zurückzahlen, weil da muss man auch irgendwie motiviert sein die ganze Zeit. Also der Gedanke ist 24/7 im Kopf, wie will ich das schaffen, wie kann ich weiterhin jeden Tag aufstehen und immer wieder neu dagegen ankämpfen und das anpacken. Man fühlt sich auch extrem einsam, also ich sag's dir ehrlich, mir fällt es sehr, sehr schwer, allein in der Wohnung zu sein, weil da sind die Gedanken am heftigsten da, man zerbricht da so ein bisschen in dieser Depression, da sind einfach keine Gedanken so im Kopf, ne? Man lebt einfach nur so vor sich hin. Man muss das so ein Wechsel zwischen sich den Dingen stellen, weil man zum Anwalt muss, weil man seinem Manager sagen muss, was hat man vor, damit man Klicks generiert, Sponsorenverträge bekommt und so weiter, und da auf der anderen Seite also das eine ist, man stellt sich den Dingen und dann versucht man aber gleichzeitig trotzdem vor ihnen wegzulaufen, weil das so krass einen bedrückt. Und dann verfällt man halt auch in dieses Loch immer wieder. Ne? Ich fühle mich eigentlich so, als ob ich bin eigentlich gar nicht mehr in diesem heftig tiefen Loch, aber ich fühle mich trotzdem so, dass ich jeden Tag versuchen muss, aus diesem Loch rauszukommen, obwohl ich eigentlich gar nicht mehr in diesem Loch bin, weil einfach mein Kopf emotional so tief da drin ist, dass es schwierig ist. Und wenn ich alleine bin, dann ist es noch schwerer. Da muss ich mich irgendwie ablenken, sei es da über Discord oder so mit den Jungs zu zocken oder zu reden oder so. Mit Marcel habe ich sehr viele Abende in den letzten Wochen auch verbracht, weil wir einfach zu weit voneinander entfernt wohnen, um einfach sich so mal zu treffen. Am einfachsten fällt es mir wirklich, wenn ich irgendwie unterwegs bin. Wenn ich in Dortmund bin, mit irgendwelchen Leuten da im Stadion bin und, oder bei dem Event oder jetzt als die Gamescom war und. Da fällt es mir viel einfacher, weil ich einfach Menschen um mich herum habe. Aber wenn ich alleine in meiner Wohnung bin, ist es echt immer schwierig. Ja. Fällt es dir jetzt manchmal leichter, vielleicht auch zu zeigen, dass es dir einfach dreckig geht? Oder versuchst du trotzdem immer noch so ein bisschen eine Rolle zu spielen, wenn du vor der Kamera bist? Es fällt mir schon leichter, auf jeden Fall. Ich versuche auch keine Rolle zu spielen. Aber natürlich weiß ich jetzt auch, ich kann jetzt nicht in 5 Videos am Stück auf Depri-Stimmung machen. Na klar, aber so schlecht geht es mir jetzt auch nicht, wirklich nicht. Aber wenn ich jetzt natürlich mal einmal so ein Video raushau und das einfach in dem Fall meine Gefühlslage ist, dann mache ich das auch. Ja. Hast du Angst vor der Zukunft? Angst vor der Zukunft? Eigentlich nicht. Also klar, dieses Video klang jetzt sehr negativ, aber eigentlich freue ich mich auch auf die Zukunft, weil ich weiß, dass es bergauf geht. Du hast es vorhin kurz angerissen, dass du dir wünschen würdest, deine Schwester würde vielleicht neben dir sitzen, du nimmst sie in den Arm und sie ist da und dann, also keine Ahnung, die wird dir jetzt nicht irgendwie 250.000 Euro im Koffer bringen und übergeben, das haben wir abgehakt, aber dass sie einfach da ist und ihr wieder ein normales Verhältnis habt. Absolut, also sie meinte ja, sie hat das Retalk-Video nicht geguckt, vielleicht wird sie das Video auch nicht gucken, vielleicht wird sie es auch gucken, wenn sie das sieht, das geht jetzt an dich, ja, komm einfach zurück nach Deutschland, nimm deinen Sohn mit, lass deinen Mann endlich da in Venezuela und lass die Situation einfach regeln. Ne? Wir werden sie sofort als Familie natürlich, also sofort wieder ihr die Türen öffnen, ne? Aber den Mann auf jeden Fall nicht. Und solange sie mit dem ist, sehe ich da halt schwarz. Ne? Leider ist das so. Oh, eines Tages hoffentlich, vielleicht wird sie dann doch noch wachgerüttelt. Aber ich weiß nicht, wie viel Impulse man noch geben muss, um einen Menschen wachzurütteln. Da musst du dir vorstellen, wir haben da so einen Dehydrillator. Wir wenden den immer und immer wieder an, aber es passiert nichts. Es passiert einfach nichts und du kannst ja irgendwann auch nichts mehr machen. Geht es deinen Eltern auch schlecht mit der Situation? Also klar, natürlich. Keiner will sein Kind leiden sehen, aber auch, das, ich glaube, es ist auch extrem schwierig für Eltern, wenn zwei Geschwister, die so eng miteinander, wie auch zu lesen sein wird, aufwachsen und sich prägen und so viel Zeit miteinander verbringen, dass die so komplett aneinander vorbeileben und gar keinen Kontakt mehr haben. Klar, meinen Eltern geht's sehr schlecht. Meine Mama geht's da am allerschlechtesten von uns. Ne? Mittlerweile denke ich,
verspürt sie schon fast mehr Wut als Traurigkeit. Mein Papa, ja, der ist da halt wahrscheinlich noch irgendwie am ältesten und versucht es noch irgendwie alles zu retten und hinzubiegen und und. Ich glaube, mein Papa lenkt sich ja halt doch immer ganz gut ab, aber meine Mama schließt sich halt auch ein und denkt da wahrscheinlich jeden Tag dran, ne, safe. Und auch wenn jetzt gerade momentan nicht alles am Blüten ist, ist noch lange nicht der Punkt angekommen, wo ich meine letzte Hoffnung verloren habe. Ich bin mir sicher, in einem Jahr oder so, Freunde, wird alles noch viel, viel besser aussehen. Und ich hoffe einfach, wirklich tief, tief im Herzen hoffe ich, dass der Punkt kommen wird, wo ich doch noch meine Schwester in den Arm nehmen kann und dass wir einfach gemeinsam irgendwie wieder normal leben können. Und ja, ich hoffe, das wird irgendwann auch der Fall eintreten. Ich vermisse ja auch ihren Sohn so unglaublich sehr. Ja, die meisten von euch wissen ja auch, wen ich damit meine. Die treuen Wiska Barca-Zuschauer. Und ja, das bricht mir natürlich jeden Tag das Herz. Aber ich gebe die Hoffnung nicht auf, Freunde. Und ich werde auch weiterhin kämpfen. Ich bin bereit, weiterhin jeden Monat das ganze Geld von mir dem Amt zu geben, um einfach so schnell wie möglich aus der Situation rauszukommen, ja. Genau, Freunde, ich denke, das sind eigentlich dann auch schon die Abschlussworte von dem Video. Ich bedanke mich für euch fürs Zuschauen. Diesmal waren es nicht ganz 1,5 Stunden wie vor knapp 7 Monaten, aber trotzdem auf jeden Fall ein ziemlich langes Video. Haut rein, bis zum nächsten Mal, Freunde. Und ja, ciao, ciao.